Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, wir spielen wieder den Train Simulator 2020. Heute eine etwas kniffligere Aufgabe, die ich mir hier rausgesucht habe. Ja, es schneit, wie man sieht im Hintergrund. Wir haben heute die Strecke. Nach Biblitz und zwar mit den mehreren Zwischenhalten von Mannheim. Wir fahren heute den DBBR 425. Das habe ich mir heute mal rausgesucht. Das ist ein etwas kniffligeres Szenario, was wir hier fahren. Und deshalb würde ich sagen, ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe das Szenario auch noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Lassen wir uns einfach mal jetzt überraschen, was uns hier jetzt so erwartet. Das ist heute unser Zug, die RB2. Da machen wir einmal, schauen wir durch, was wir Fernlicht werden wir nicht benötigen. Oder wir machen das Fernlicht einfach mal an. Wir haben die Abfahrt um 20 Uhr. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Schauen einfach mal hier rein, machen schon mal den Scheibenwischer an und schauen mal, was wir hier heute so anmachen können. Spitzensignale haben wir an. SIFA zurücksetzen, weil wir werden heute nämlich ja mit SIFA fahren. Die Tür lassen wir mal zu heute bei dem Wetter. So, was brauchen wir noch? Signalhorn brauchen wir jetzt nicht. SIFA brauchen wir jetzt auch nicht. Spitzensignale sind an. Sandstreuer brauchen wir noch nicht, hoffe ich mal. Führerstandsbeleuchtung machen wir, ja. So, das sollte reichen. So, was haben wir jetzt hier noch? Scheibenwischer ist schon an. Den Richtungswender setzen wir auf Vorwärts. Ja, was fehlt denn jetzt noch? Müssen wir einmal hier schauen, was haben wir jetzt hier noch? Ein Stromabnehmer, der müsste eigentlich schon oben sein. Da müssen wir einmal. Ja, Stromabnehmer ist oben. Hier sieht man's. Was haben wir jetzt hier noch? PZB brauchen wir auch nicht. Ja, wir können jetzt losfahren. Schauen wir mal, was diese Fahrt jetzt bringen wird. Ich kenne diese Strecke, wie gesagt, selber auch noch nicht. Ich muss mich jetzt hier selber mal ein bisschen überraschen lassen, was das Ganze jetzt hier wird. Da setzt sich unser Zug jetzt in Bewegung. Mehr wie 40 dürfen wir nicht. Ja, wir haben ja auch keine separate Bremse, wie wir sehen. Das Feld hier ist grau. Das heißt, wir bremsen diesen Zug nur ja, über unser, ja, ich sag mal, über unseren Gashebel hier, wo wir hier hoch und runter schalten, für die Stromzufuhr und für die Beschleunigung. Ja, es schneit. Gehe jetzt hier mal etwas runter, weil unser Zug jetzt hier ja von der Eigengeschwindigkeit etwas Fahrt aufnimmt durch das Eigengewicht. Müssen wir hier ein bisschen runterbremsen. Lassen den jetzt hier so ein bisschen reinrollen in diese Unterführung. Schauen mal, wie lang unser Zug. Ja, der hat eine ganz schöne Länge.
Unser Zug hat eine ganz schöne Länge hier. Jetzt dürfen wir hier schon 60 fahren. Ich bin diesen Triebwagen auch noch nicht gefahren. Deshalb ist das auch für mich alles etwas Neuland. Aber wir werden das schon hinkriegen. Es gibt noch etwas noch kniffligere Aufgaben, die wir so nach und nach hier abfahren werden. Ich muss mich aber erst ein bisschen hier mit der Bremse vertraut machen, wie schnell hier unser Wagen jetzt zum Stehen kommt. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, wir werden jetzt einmal hier halten. Ja, hier vorne steht RB2 nach Biblis. Jetzt kann auch unser Kollege losfahren, da wir jetzt da sind, weil dieser auf das andere Gleis überwechselt, wo wir gerade gefahren sind. Den Scheibenwischer können wir leider nicht ausmachen, weil es immer noch regnet. Ja, und dann fahren wir weiter. Ja, wie man hier sieht, wir haben auch ein paar Haltestellen bis nach Biblis. Das wird bestimmt eine ganz interessante Fahrt werden. Schauen wir mal, was unsere Fahrt hier so bringen wird. Ja, der Fahrplan ist hier ziemlich straff, wie man sieht. Ankunft 20.06 Uhr. Wir haben jetzt nur noch eine Minute, um am nächsten Bahnsteig zu halten. Also das ist hier alles sehr eng gestrickt. Aber wer schon mal selber Bahn gefahren ist, der weiß, wie das ist, wenn man so kurze Strecken oder so kurze Haltestellen hintereinander hat, dass dies immer, man steigt ein, fährt los und schon zack ist man am nächsten Punkt und denkt so, ich bin ja gerade erst eingestiegen. Da meldet sich auch schon die LZB. Müssen wir noch ein bisschen weiter vor, weil dies scheint eine etwas längere Halteposition zu sein. Ja, diese Strecke können wir natürlich auch noch mit anderen Fahrzeugen fahren, was wir natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt machen werden. Werden dann auch mal diese Strecke dann mit der Regionalbahn fahren, mit einer RE1404 aus der Baureihe 14, die wir bei unseren letzten Videos immer hatten. Dann können wir diese Strecke auch noch fahren mit einem ICE. Allerdings ist bei der ICE-Fahrt nicht jeder Halt dabei, also nicht jede Haltestelle dabei. Ja, weil das für den ICE einfach unwirtschaftlich wäre, so einen Hochgeschwindigkeitszug immer fahren, anhalten, fahren, anhalten.
Deshalb ist es schon ganz in Ordnung, dass wir jetzt erstmal hier, ja, ich nenne es mal mit der Bimmelbahn fahren, die hier an jedem Ding anhält. So, was sagt unsere Anzeige hier? Alles gut. Führerstandsbeleuchtung haben wir auch an. Deshalb sollte uns da kein Problem irgendwo im Moment noch bestehen. Also ich habe vorhin, wenn man das Szenario lädt, der ein oder andere kennt das ja, kommt immer so, so ein kleiner Text unten drunter. Ja, zu diesem Szenario, da stand da halt auch drin, dass ich halt auch mit unerwarteten Sachen rechnen muss in dieser Mission hier oder in diesem Szenario. Ich weiß nicht, was das sein kann. Vielleicht eine Streckensperrung oder vielleicht auch Verspätungen anderer Züge, dass Bahnlinien nicht freigegeben werden. Oder dass wir eine Zugstörung bekommen in jeglicher Hinsicht. Weiß ich nicht, was das sein könnte. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, wir sehen, wir sind schon wieder Mannheim-Lutzenberg. Ist schon der nächste Halt. Also die Haltestellen sind hier alle sehr nah beieinander. Da fährt der ICE durch. Und wir kommen hier mit unserer Bimmelbahn an und machen den nächsten Halt hier vorne im verschneiten Mannheim-Lutzenberg. Ja, ich merke auch gerade, dass das Bremsverhalten des Zuges hier natürlich bei Schnee ja etwas länger ist. Das werde ich mir jetzt auch merken für unseren nächsten Halt, dass ich hier einfach ja viel früher runterbremsen muss, weil auf den Schienen einfach ja Eis oder Schnee ist. Man könnte auch ja den Sandstreuer benutzen. So, PZB frei, und das haben wir jetzt gemacht. Also ich glaube den, ich weiß nicht, ich habe den, nee, wo ist denn hier unser Sandstreuer? Das muss ich mal offline ausprobieren, ob man da überhaupt was sieht, wenn man den betätigt. Ja, ob dann an den Rädern der Lok oder generell an allen Wagen. Ihr könnt das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Wer davon Ahnung hat, wenn man den Sandstreuer betätigt, wird das nur von der Lok betätigt oder wird das vom ganzen Zug betätigt? Also, dass bei den Waggons dann auch Sand rausfällt auf die Schiene, dass dann unsere Räder nicht durchdrehen, aber ich denke mal, das ist nur von der Lok, weil es hat ja auch nur unsere Lok die Antriebsräder, unsere Waggons haben ja keine. Jetzt ist hier ganz schön hell im Führerstand. Da müssen wir gleich beim nächsten Halt mal gucken. Ah ne, jetzt geht's wieder weg. So, wir sind auch schon wieder, ja, haben auch schon wieder Verspätung. Hier. Ja, ist hier auch ein Halt am anderen. Würde ich sagen, lassen wir die Lok einfach mal so ein bisschen reinrollen.
Ja, das ist wirklich so eine Bimmelbahn, wie wir sie von überall kennen. Mit ja, sehr kurzen Haltestellen hintereinander, mit kurzem Aufenthalt. Aber ich finde den kurzen Aufenthalt besser, als wenn wir ständig irgendwo 10 Minuten oder wie lange warten müssen. Ich möchte jetzt mal gerne den Sandstreuer aktivieren. Keine Ahnung, ob man da was sieht. Werde ich offline mal ausprobieren. Das probiere ich mal offline aus, werde euch aber natürlich mal berichten darüber, ob man da was sieht oder nicht. Ja, und es schneit ganz schön. Aber das hält uns hier natürlich nicht davon ab, unseren Fahrplan einzuhalten. Jetzt haben wir mal ein bisschen längeres Stück nach Lampertheim. Also ich selber war ja auch schon mit dem Zug in Mannheim. Aber Lampertheim kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich weiß auch nicht, von welcher Seite wir da reinfahren von Mannheim. Wie gesagt, das ist war einmal, das ist auch schon 2 Jahre her. Deshalb kann ich dazu jetzt nichts weiter sagen. So, dann gehen wir mal hier. Genehmigung überfahren, das hat sich verweigert. Ja, weil wir einfach noch nicht drüber sind. Ja, ist natürlich bei dem großen Schneetreiben auch etwas, ja, man sieht nicht richtig was. In dem Simulationsspiel hier ist das vielleicht noch ganz angenehm, aber im Realen ist das bestimmt noch schwieriger, da irgendwas zu sehen, wenn die, ja, die Hinweisschilder, die Signale, Vorsignale einfach zugeschneit sind, sodass der Lokführer wirklich, ja, alle Geduld, alle Konzentration, so ist das ja hier zwar im Simulator auch. Ich muss mich hier sehr konzentrieren. Das sieht vielleicht für euch immer alles ziemlich leicht aus, was ich hier mache. Aber es ist nicht so leicht, ne? Weil wir müssen auch hier wirklich gut schauen, was wir hier haben. Ich muss mich genau konzentrieren auf die jeweiligen Signale, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt wird oder nicht. So, machen wir mal eine Außenansicht. Da fährt unser Zug ja hin. Ja, den Scheibenwischer müssen wir leider immer noch anlassen. Ich würde ihn gerne mal ausmachen, dass man diesen Anschlag des Scheibenwischers nicht hört. Aber wenn ich den ausmache, dann sehe ich nichts mehr. Ja, 130 mehr, ja, macht unsere Bimmelbahn nicht, aber das reicht natürlich auch für unsere Fahrt hier hin und her zwischen den einzelnen Stationen. Ich werde auch in dem, ja, ich weiß nicht, ob ich schon das nächste Video mache oder dann das übernächste oder wann, muss ich dann mal schauen. Genau der Kollege, der gerade neben uns fährt, das wird auch eins der nächsten Videos werden, wo wir mit einem ICE eine richtig lange Strecke fahren werden. Und dort können wir dann auch mal richtig viel Schwung, ja, richtig viel Geschwindigkeit fahren. So um die 200 bis 280 km/h. Das ist dann die Hochgeschwindigkeitsstrecke, die wir fahren werden.
aktiviere jetzt mal den Sandstreuer. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie keinen Unterschied gemerkt zum Vergleich zu vorher. So, dann rollen wir hier noch schön rein. So, das sollte eigentlich passen. Ja, jetzt sind wir schon Lampertheim. Wie viele Haltestellen noch? So viel sind das gar nicht mehr. Dann haben wir auch schon diese Fahrt hier im schön verschneiten Hessen geschafft. Das ist ja alles noch Hessen. Da habe ich mich vorher schon drüber informiert. Aktiviere noch mal den Sandstreuer. Ach, wie gesagt, ich sehe da wirklich keinen Unterschied. Ihr könnt ja mal in die, schreibt es mal bitte in die Kommentare unten rein, ob man da was sieht oder nicht. Das täte mich mal wirklich interessieren. Ja, total verschneit. Total verschneit, aber lässt sich trotzdem schön fahren. Bin ich positiv überrascht von dieser Strecke hier. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch die Weihnachtsfeiertage und Weihnachten natürlich selber gut überstanden. Hier hupt's und klingelt's. Oh, unsere Sicht wird jetzt schlechter, wie man sieht. Wir haben jetzt wirklich extrem schlechte Sicht. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nichts Unerwartetes irgendwie passiert. Und wenn, dann haben wir mal hier ein bisschen Action bei der Aufnahme. Weil bis jetzt war ja alles immer, sag ich mal, ja, im grünen Bereich. Ich habe auch ein Level mal offline gespielt. Ja, das ist aber, ja, ich sag mal, in die Hose gegangen, weil mein Rechner abgestürzt ist beim Spielen. Oder besser gesagt, er hat sich aufgehängt. Und dieses Szenario werden wir natürlich auch noch fahren. Welches das ist, werde ich noch nicht sagen. Weil das ein wirklich sehr interessantes Szenario war, wo wir wirklich auch halten müssen, an roten Haltesignalen warten müssen, dass wir die Freigabe bekommen, bis andere Züge durchgefahren sind. Da nützt es mir nämlich dann nichts, wenn ich überpünktlich bin von 2 Minuten, weil dann stehe ich 2 Minuten an dem Haltesignal, an dem roten Haltesignal und warte darauf, dass der Zug vorüberfährt, dass ich durchfahren kann. So, wir gehen jetzt hier schon mal runter mit der Geschwindigkeit, weil unsere Bremsstrecke hier bei Schnee viel, viel länger ist. Rollen wir da langsam mal hin. So, wir rollen mal noch ein Stückchen weiter vor, weil das scheint ein etwas längerer Bahnhof zu sein.
Oh, dann bleiben wir jetzt hier, halten wir jetzt einfach an. Und lassen die Leute jetzt rein ins Warme. Ich möchte bei der Kälte auch nicht draußen stehen und einfach nur darauf warten, dass der Lokführer endlich die Türen aufmacht. Ja, trotzdem schöner Triebwagen, den wir hier haben. Wir haben auch schon volle Beleuchtung an, wie wir sehen. Also mehr Beleuchtung geht gar nicht mehr. Dann schauen wir mal aus dem Fenster. So wie das die anderen Lokführer auch mal gerne machen. Ja, ob die mal nicht friert in ihrem Höschen. Also bei Schneefall, ja, solche Höschen anzuziehen, weiß ich auch nicht. Ist mir auch egal, ich muss es nicht tragen. Ich weiß nur, dass wir jetzt weiterfahren. Ja, natürlich werden auch noch weitere Add-ons kommen, hier beim Train Simulator 2020, die ich mir runterlade. Viele neue Strecken, wir werden auch demnächst Strecken einmal im Ausland fahren, aber vorwiegend erstmal nur deutsche Strecken. Aber wenn wir dann die deutschen Strecken in allen Facetten gefahren haben, wie wir sie fahren können, mit verschiedenen Zügen, verschiedenen Triebwagen, mit ICE oder was weiß ich, was wir noch alles haben, bei Tag, bei Nacht, mit Schnee, bei Regen, mit Zwischenfällen, ohne Zwischenfälle. Sehr große Herausforderungen, wo wir selber entscheiden müssen, ja, was wir denn machen wollen, mit Behinderungen. Das wird alles hier auf dem Kanal beim Hochsauerland Gaming demnächst kommen, so dass ihr hier das Spielerlebnis oder auch Diskussionen, gerne bin ich auch bereit, mir von anderen Spielern ja Tipps geben zu lassen, was man hier besser machen könnte, wäre ich gerne bereit, dass mir das mal irgendjemand in die Kommentare schreibt, was ich besser machen kann oder was auch gut ist, was ihr gut findet. Da freue ich mich natürlich. Natürlich auch über Kritik, da freue ich mich auch. Weil aus Kritik wird das auf diesem Kanal dann alles besser werden, was bis jetzt nicht so gut läuft. So, nichtsdestotrotz dürfen wir jetzt die nächste Haltestelle hier nicht auslassen. Wir sind auch, glaube ich, dann gleich so ziemlich, wenn wir hier jetzt sind, ja, auch gleich schon da. So, ja, Tante, da muss man ein bisschen weiterlaufen. Ich kenne das natürlich auch. Man steht irgendwo am Bahnhof und wartet drauf, dass der einfahrende Zug hält und der fährt und fährt und fährt und fährt und fährt. Und hält wirklich am letzten Zipfel. Ist auch eigentlich gar nicht so verkehrt, weil ich zeige euch das mal. Als Lokführer, ne, hat man nämlich zum Beispiel hier dieses Schild, das H. Und ab dieser Position, hier wo das H steht, muss man sich jetzt hier eine Linie rüber denken. Hier nach links gerade rüber, das wäre die Halteposition für die Lok. Das ist die Halteposition für die Lokomotive. Aber es hält sich auch nicht jeder Lokführer dran. Ich kenne das aus eigener Erfahrung vom Zugfahren. Deshalb versuche ich immer so, ja, so ziemlich in der Nähe davon zu halten. In dem letzten Video sind wir halt auch ein bisschen drüber hinausgeschossen, weil ich einfach dann unachtsam war. So, ja, unser letzter Halt kommt jetzt in Biblitz. Hier haben wir einen Übergang. So, da haben wir einmal schön gehupt, dass wir auch mal unsere Hupe hören. Dann schauen wir mal rein, wie unser Zug hier jetzt beschleunigt. Die Anfahrt aus dem Bahnhof heraus. Wunderschönes Bild, wie sich unser Triebwagen hier in Bewegung setzt. Auf dem Weg zum letzten Halt nach Biblitz.
Ist auch gar nicht mehr so weit weg. Also wir sind dann auch schon gleich da. Ankunft 2031. Wir haben ein bisschen Zeit. Was ich aber auch sehe, wir haben da ein 90er Stück dazwischen. Ja, das ist die PZB, die sich da meldet. Das ist die Ankündigung für, ja, für das 90er Stück. Das ist hier im Führerstand etwas Gerödel. Das ist dieses Zeichen hier. Das ist die Ankündigung. Hier in der Entfernung sehen wir, wie weit wir noch weg sind von diesem Signal für den einen oder anderen. Ja. Das ist natürlich jetzt hier die PZB, die uns jetzt hier, hier zeigt man auch diese 90 an. Aber wir haben jetzt hier ein 50er Stück. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt hier nur 50 fahren dürfen. Ja, ich vermute mal sehr stark, weil wir hier in den Bahnhof einfahren. Hat uns natürlich auch gerade die PZB hatte uns gerade eben hier 50 angezeigt. Ja, hätte ich ja gleich 50 runter. Hier, gelbes Signal hier. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier annähern. Da das Anschlussgleis nicht freigegeben ist. Hier steht zwar schon wieder was von 140. Also man muss die Schilder immer mal 10 nehmen. Trifft aber für uns in diesem Fall nicht zu. Wenn wir jetzt mit dem ICE fahren würden, diese Strecke, würden wir hier mit 140 durchrauschen. Aber da wir jetzt hier im Biblis unsere Fahrt beenden werden, werden wir natürlich jetzt schön hier mit 40 weiterfahren. Und hier unseren letzten Halt einmal von der Außenperspektive anzeigen. So, Türen auf. Ja, Freunde, das war unsere Fahrt von Mannheim Hauptbahnhof nach Biblis. Ich werde jetzt den Scheibenwischer, glaube ich, ausmachen, weil unsere Fahrt endet hier jetzt. Ich muss jetzt noch warten, bis die Abfahrt hier wäre. Weil dann habe ich erst das Szenario geschafft. Mit euch zusammen heute war eine sehr schöne Fahrt. Auch wenn es verschneit war, war es mal etwas anderes. Ja, wir dürften sogar weiterfahren, müssten uns nur annähern. Aber da unsere Fahrt hier endet, ja, warten wir jetzt, oder das mache ich jetzt offline weiter einfach. Weil es wäre jetzt sinnlos, euch hier 2 Minuten warten zu lassen. Jetzt kommt schon das hier gut gemacht, Lokführer. Szenario abgeschlossen. Und wir haben bei diesem Szenario sind wir sogar mit Plus hier rausgegangen. Das wird von Spiel zu Spiel immer besser werden. Und irgendwann werden wir nur noch Plus fahren. Das zusammen mache ich mit euch. Bis demnächst zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.